Ich machte es einmal und das war unangenehm. Aber ich machte es einfach nochmal. Notieren Sie das. Ich machte es nochmal. Das ist das Geheimnis. Ich war nicht sehr gut. Aber hier ist das Geheimnis dahinter, wie ich dahin gekommen bin, wo ich heute stehe. Ich habe es wieder und wieder und immer wieder gemacht. Erinnern Sie sich daran, als Sie etwas zum ersten Mal getan haben? Wenn ich das kann, dann können Sie das auch. Wenn andere es erreichen können, dann können Sie das auch, sich in einem besseren Licht zu sehen. Wie Sie es mit einigen wenigen Veränderungen besser machen könnten. Ihnen nicht nur die Vergangenheit und Ihre Fehler zu zeigen, sondern auch Ihre Zukunft und die Möglichkeiten und als die Person, die Sie werden können. Es heißt nicht, wer es braucht, wird ernten. Nicht, wenn man eine Ernte brauchen kann, wird man ernten, so ist es nicht. Sondern es heißt, wenn man sät, stehen die Chancen nicht schlecht, dass man auch eine Ernte einfährt. Wer sät, wird ernten. Nicht, wenn man es braucht, wird man ernten. Sie müssen also sein wie das Leben selbst. Indem Sie säen und den ersten Schritt tun. Wenn Sie nicht produktiv sind, werden Sie auch nicht glücklich sein. Die Wahrheit ist unbestreitbar. Die Arglist kann Sie unter Beschuss nehmen und die Unwissenheit mag sich ihr entziehen, aber schließlich und endlich ist sie einfach da. Das ist also wichtig. Ihre persönliche Philosophie, also das, woran Sie glauben, wird Sie in diesem Jahrhundert begleiten. Anfangs fiel es mir schwer, das zu sehen. Aber dann fing ich an, daran zu glauben. Große oder kleine Dinge, lassen Sie sich nichts entgehen. Nichts, aber auch gar nichts. Sie können Ihre Zukunft nicht mit Geld kaufen, sondern nur mit Ihren Fähigkeiten. Wer Geld hat und keine Fähigkeiten, ist ein armer Mensch. Wer Geld hat und keinen Ehrgeiz, wo befindet der sich? Wer Geld hat und keinen Mut, ist pleite. Sehr viel Mut ist alles, was wir brauchen. Jeden Menschen auf den Prüfstand zu stellen, um den Grad der Verpflichtung dieses Menschen bezüglich seiner Wünsche und Ziele zu testen. Eine Träne läuft ihre Wange hinunter, als sie daran denken, wie es ihnen früher ging und wo sie sich jetzt befinden.